Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 3. Wahlvorschlag Fraktion der SPD, Nachwahl eines nachrückenden Mitglieds des Wahlprüfungsgerichts. Gemäß Artikel 78 Absatz 3 der Verfassung besteht das Wahlprüfungsgericht aus den beiden höchsten Richtern des Landes und drei vom Landtag gewählten Abgeordneten. Dann nach § 3 Absatz 2 des Gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. November, zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. März, bei Verhinderung und Ausscheidung eines gewählten Mitglieds des Wahlprüfungsgerichts, der auf der Liste folgender Abgeordnete an seine Stelle tritt, legen die Fraktionen Listen vor, die mindestens die doppelte Anzahl der zu Wählenden enthalten. Mit Ablauf des 8. Dezember hat Nancy Faeser auf ihr Mandat als Abgeordnete verzichtet. Dadurch ist die Nachwahl eines nachrückenden Mitglieds erforderlich. Die Fraktion der SPD schlägt den Abgeordneten Marius Weiß als nachrückendes Mitglied zur Nachwahl vor. Weitere Vorschläge sehe ich nicht. Der Wahl durch Handzeichen wird nicht widersprochen. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer für den Kollegen Weiß ist, bitte ich um das Handzeichen, den Wahlvorschlag der Fraktion der SPD. Das ist die SPD, die CDU, Bündnis 90, die Grünen, die FDP, der Kollege Kahnt. Wer ist dagegen? Keine. Wer enthält sich? Linke und die AfD. Dann ist der Wahlvorschlag so angenommen. Kollege Weiß ist als nachrückendes Mitglied gewählt.